Ich werde so gegen 18:30 essen gehen. Ja. Kann sein, dass ich danach nochmal on. Muss es aber nicht. Wenn nicht, ich meine, es gibt einen Textchat. Wenn du da drin schreiben willst, dann können wir da so zocken und da ab und zu schreiben. Ja. Muss ich selber nochmal gleich gucken, weil ich gleich nochmal mit dem Hund muss. Ja. Und auch nochmal nachher essen muss. Also wir haben jetzt zur Auswahl die Patrouillen. Da sind zwei Monster jetzt angezeigt von vier. Dann haben wir jetzt Expeditionen, können wir jetzt machen. Das wäre eine Reise zu den Inseln, um Bonusressourcen zu holen. Pursuit können wir jetzt machen. Hand, also irgendein spezifisches Monster können wir jagen. Oder die Story Quest weitermachen. Mehr ist das. Ja. Wir könnten ja Patrouillen machen, weil da kriegen wir Hand Slayer EP Bonusse. Ja. Und vielleicht treffen wir ja auf Hand Shrike. Gibt's da Shrike? Ja, Shrike und der Biber ist drin momentan. Ja, mit Glück kriegen wir den Shrike, dann kriegen wir das auf, weil das ist dann okay. Ja. Oder wir machen rein Pursuit auf den Shrike. Und dann würden wir auch Slayer EP kriegen, 25. Das Einzige, was wir weniger kriegen, ist jeweils zwei. Also wir kriegen, wenn wir nur den Shrike jagen, ja, kriegen wir 25 Slayer EP, 100 Notes, 4 Weapon-Dinger, 4 ja. Armor-Dinger und bei Patrouillen sind es halt 25 Slayer EP, 100 Notes und 6 Armor und 6 Wappen. Dann mach lieber das mit mehr 6 Armor, die brauchst du nachher sowieso. Also würdest du lieber Patrouillen machen, wo wir dann random Gegner kriegen? Ja, wo wir 6 von Weapon und Armory-Zeug bekommen. Okay. Weil das brauchst du nachher deutlich mehr. Du brauchst ja, glaube ich, zu jedem Upgrade und Craften und keine Ahnung was. Die, wenn auch. Ich wollte dir nur gesagt haben. Das ist very cool. Okay, das ist der neue Quillshot. Das ist unsere Hauptstory. Lola. Like a virgin. Touch for the very first time. Ach ja. Oh, es ist so warm gerade, ey. Ich zieh mal eben jetzt die Socken aus, da krieg ich jetzt keine Gnade. Wow. Du bist ein richtig harter Typ. Ja, danke. Glaub's nicht. Du hast richtig beim Ausringen, Alter, wieder so ein Wasserfall runterknallt. Yeah. Also es ist jetzt seit langem das erste Mal wieder gewesen, wo ich mit komplett offenem Fenster gepennt hab. Komplett offen? Na gut, du kannst es ja komplett aufmachen, du hast es ja oben. Ich hab links direkt neben mir habe ich ein Fenster. Ich meine, du wohnst ja nicht im Bodennähe. Ja. Aufgemacht und gut. Ich glaube, wenn ich jetzt kein Fliegengitter hätte, würde ich das auch das komplette Viehzeug hier rein. War das so warm bei dir heute Nacht? Ja, ja. Also ich hatte beide Fenster auf, zwar auf Kipp, aber ich musste sagen, es ging. Ich fand es eher heute Morgen, bin ich einmal wach geworden und dachte ich mir so, okay, kannst du dich nochmal umdrehen, ist gerade etwas kühler, dann kannst du ruhig mal ein bisschen länger pennen. Ja. Und dann, was ist denn das? Der neue Quillshot. Leute, ist der da auch mit drinne? Ah! Wow! Ja! Wow, was? WTF. Ah, da musst du von der anderen Seite ihn dann angreifen. Macht halt da ein Gatling-Geschütz auf, ey. Der haut einen Schaden raus. Also einmal trinke ich jetzt hier von einem Jungbrunnen. Habe ich auch schon einmal genutzt. Vorsicht, Raketeneinschlag. Also der Boss gibt noch einen Zeiger. Da ist irgendwas weggeflogen, glaube ich, hinter mir.
Donner. Bäume. Ah! Ist ein nein, 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 nein! Ist so ein Wildschwein-Dingens, Alter. Rage-Mode, das hatte nicht gereicht, das gerade. Schade eben, ne? Mörser-Einschlag, Vorsicht! Alter, was geht denn bei dem Fiabe? Er hat wieder seinen Raketenschlag raus. Air Strike coming. Wait. Ah! Alter, komm. Sein Angriffsmuster ist auch total. Ich bin am Boden. Umgehen, die Spritze benutzen. Ja, brauchst du nicht. Der Schwanz habe ich abgehauen. Da ist was Grünes hier bei mir. Da ich liege am Boden. Ja, der holt dich doch, oder nicht? Ja, konnte mich da eben kurz nicht holen. Wegen, weil er mich weggehauen, ihn weggehauen hat. Dann der Schwanz. Es gibt auch Runenplätze bei den Waffen und bei den Ausrüstungsstücken. So, ich habe die eine Rune bekommen, die meine Heilfähigkeit schneller ist. Also damit ich wahrscheinlich schneller Leute wiederbeleben kann. Oh, hast du schon gefunden, wo man das ausrüstet? Ja, ja, muss einfach auf das Ausrüstungsstück gehen und dann auf Infuse, glaube ich, unten ist das. Wir hätten dich wieder einen Heil. Ja. Gott, geht mir das Ding auf den Sack. Wieso bin ich... Wieso, hä? Ich bin ein bisschen verspätet hingeflogen, Alter. Mein fuck it, ey. Ich hab meinen zweiten Heilraum benutzt. Da, den Genuss kam ich noch nicht. Oh, ich bin tot. Thank you. Da vorne liegt was? Ja. Ja. Er gibt dir erstmal eine Watsche mit, ey. Er hat mich schneller zum Item geschubst. Das war eigentlich ganz nett. Mein Gott. Es gibt die Dinger auch noch im Extreme-Modus, ne? Geil, freue mich jetzt schon nicht drauf. Kann man nochmal saufen an dem Ding? Hier hinten liegt auch noch ein Teil. Er ist tot. Schon tot. Aha. Hier hinten ist noch was zum Looten. Ich glaube, das ist jetzt automatisch Glühwein. Wow. 5 Stunden? Ne, 5 Minuten. Oh, ich habe nur 7,3% des Damages gemacht. Das haben wir aber auch bei mir 7,3. Ich habe auch nicht mehr. Okay. Ich weiß nicht, was das ist mit. Ey, ne, ich bekomme nur Silber direkt, das ist doch wahnsinnig. Ich hau dem das Dingens hinten weg und krieg. Fickt euch doch an. Oh Gott. Yeah, Slayer Lang Delay. Ih, was war das denn? Das Vieh ist zurückgekommen. Sleep. Alle fast down, Alter. Ich finde auch die Optik der Rüstung voll geil. Pflanzen. Zum Rauchen. Komm, ich mach Räuberleiter. Parkour. Bist du wieder hochgekommen? Auf den kleinen Stein davor. Ah. Ja. Yeah. Guck mal, scheiß mal auf Baumfäller. Das mach ich. Baumfäller? Ja. Ja. Yes. Schon mal ganz viele Blumen mitnehmen. Gibt schon als nächstes ich die glaube, Lese-Quest. Das rechts oben ist der Date, also der weiß nicht, ob das Agro ist oder so. Das könnte sein. Weil das wurde ja gerade 7,3% bei mir angezeigt. Bei mir steht oben rechts 7%. Oder 7 mehr Prozent. Keine Ahnung. Denke mal, dass das vielleicht irgendwie damit was. Wo wenn nicht, auch egal. Oh, schöner Untergang hier.
Ja, Untergang der Menschheit. Ich finde das Spiel hübsch. Warte uns doch mal weg, du hier. Jetzt müssen sie halt nur die Probleme lösen, die sie haben. Und dann könnte das ein richtig gutes Game werden. Nope. Emote. Slayer Bär. Bam, Ich wollte gerade sagen, die anderen werden hier schon rausgeholt, Alter. Wir müssen ah, hier warten, oder was? wir müssen den noch mal legen, weil wir zu schlecht Da haben waren. sie ein Taxi gerufen, nur für zwei Leute, anstatt für vier. So eine Rikscha. Pferdekutsche. Selbst die hat mehr Platz. Diese altmodischen chinesischen, wo noch ein Mensch vorne dran hängt und das Ding ziehen muss. Die guten alten Zeiten. Haben wir eine Quest fertig? Ja, hier war ihr. Lol. Oh, das zieht ihr dann auch unter die Hauptstory sogar. Ja, Ja. das war der Hauptstory-Dingens. Ja, weil ich habe aber nicht für die Hauptstory Ja. gesucht. So, Slayer Rang 3, was hat mir das jetzt gebracht? Oh, ich bin Und wieder eine Rang 3. Bronzekiste. Ja, es steht da unten, was du Ich bekommst. lese das nie. Unter J Bronze, dann 4 Ja, unter J Bronze, habe ich ja geklickt. bei 5 kriegst du Silber, 6 ist wieder Bronze, 7 Bronze, bei 8 kriegst du wieder Silber, es ist immer 9 ist Silber, 10 ist Gold. 11 Silber, 12 Muss mal Silber. kurz die nächste Quest hier oben annehmen. Ist hier, glaube Die, ich, auch noch. ach, ja. Die ist hier beim Schmied. Ja, denke mal, neue Waffe schmieden. Complete the Hunt Patrol. Das ist wieder so eine Mission. Hä? Jetzt sollen wir wieder eine Patrouillenmission machen. Patrol the Monstrous Verge. Accept. Fight well, my So unter friend. L Waffen Oh, und dann die neue Infuse, Waffen. Die ne? neuen Waffen Ah. haben so Spießer. Oh, die sind cool. Plus 2 Blitze. Plus 10 Part Damage on Hit. Oh. Du hast schon Waffenzellen? No, ich weiß nicht, ob es für die Waffen waren oder für die Rüstung. Waren in dem einen Kern drin, den ich aufgemacht habe. Ich habe auch ganz viele gekriegt, aber ich habe die bei mir nicht. Ah, Helm, da habe ich eine. Weapon Master Level 1 bin ich? What? Ach, du levelst da dadurch, dass du Dinge wahrscheinlich upgradest, levelst du beim Schmied irgendwas hoch. Siehst du, ich bekomme jetzt zum Beispiel, jetzt level ich gerade mein Schmied-Level bei ihm. Dadurch, dass ich die neue Quillshot-Waffe upgrade. Echt? Ja. Nochmal upgraden. Item Upgrade Max Level, jetzt bin ich Le Ma Weapon Master, habe ich jetzt ein Drittel oder so davon. Wo stand das jetzt? Jetzt levelst du den, jetzt holst du dir die neue Waffe, schmiedest du die mal. Die Killshot-Waffe soll ich mir jetzt schmieden. Genau. Und dann levelst du die mal auf. Und dann siehst du, jedes Mal, wenn du auflevelst, bekommst du da ein bisschen Level dazu. Das siehst du dann direkt nach dem Killshot. Schmieden. Da Ah. ich habe einmal eine +1 Tough-Zelle, die mein maximales Leben erhöht. Die kann ich jetzt zum Beispiel bei meiner Waffe reinpacken. Oh, jetzt aber noch nicht. Ich finde es ein bisschen schade, dass du auf diese Klassen limitiert bist. Inwiefern? Ja, ich hätte eigentlich schon gerne gehabt, dass du auch einen Bogenschütze oder so spielen kannst, weißt Kommt du? vielleicht noch. Das sollte kommen, weil das wäre interessant, dass du auch, oder Magier-mäßig, weißt du, einfach verschiedene Klassen. Die Aber neue das ist. Rüstung sieht zumindest richtig badass aus, Alter. Aber die ist nur für Damage, ne? Part Damage. Ja. Verstehe ich das richtig? Aber die erhöht meinen Schaden, ne? Pro Hit ja plus 10. Was steht denn bei deiner Waffe noch dabei? Über dem Part Damage. Bei der Waffe? Ja. Oh Gott, kann ich das jetzt hier noch lesen? Ich gebe nicht drauf, hier steht da bei mir plus 2 Blade Storm. Bei mir auch.
Okay. Hallo. Also für ihn sollen wir ja jetzt eine Patrouillenquest machen, ne? Warte mal, Rüstung. Ich habe jetzt erstmal die Waffe komplett upgegradet bei die neue. Was habe ich denn da geholt? Stamina Regeneration, das Ah, hier kannst du es andere. sogar jetzt sehen. Waffenschmied Level 2 gibt die Axt. Auf 3 gibt es eine Chor. Auf 4 die Lanze. Das ist maximal. Was habe ich denn jetzt? Welche Rüstung habe ich denn jetzt hier von dem alten? Ach, jetzt unter J sieht man's. Knockout King Cell. Ist auch wieder Chorus. Savagery, increased damage against wounded part, Silver, Gold, Weapon, was Reaper. Ach, der hat jetzt auch schon wieder neue Aufgaben. 100, with the hammer, break 5 part. Du musst auch mit verschiedenen Waffen. Oh, Kacke. Ah, ich habe Sword-Missionen drinne bei mir. Ich hab Woche Hammer, ich hab Swordplay und wieder Hammer bei der Ne, ich habe Scheiße. überall, ja, habe ich auch. Ich habe überall Sword, außer bei der Weekly, da habe ich Hammer. Ja, darauf verzichte ich jetzt erstmal. Jetzt muss ich gucken, was habe ich da für eine Rüstung? Ich habe Helm und Fällt die bei mir Beine. jetzt eigentlich unter Schwert? Ja, ne? Helm. Sword. Boom. Okay, die fällt lustigerweise unter Sword. Helm und Beine. Okay, ich bräuchte den neuen nochmal danach. Eine Warpike. Item upgraded. Bin ich doch kacke dreist und heb doch meine Rohstoffe jetzt auf für die Pike. Got any news for me? Die Maske ist sick. Die Maske ist richtig sick. Ach, die Insel heißt für Monstrous Verge, wo wir hingehen. Ja. Darauf sollen wir eine Handmission fertig machen. Ah. Also machen wir dann wieder eine eine Patrouillenmission auf dem Ding, würde ich sagen. Ja. Oh, Guck du mal, warst noch meine nicht bereit, ne? Mappe. Ne, jetzt bin ich bereit. Ah, Gott sei Dank. Also immer wenn der einen hier in die Lobby haut, weiß ich nie, ob er mich jetzt aus dem Game kickt wegen Systemfehler oder nicht. Oh, guck mal, da ist noch ein ganz kleiner Anfänger dabei. Ja. Ich weiß noch, Ach, als wir das ist das Wach waren. Shrike. Das ist gut. Ah, Schreck. Ja, dann brauchen wir E5. Für ready, für wöchentlich, ja. Ich habe jetzt ich werde jetzt diese maximale Lebens plus 50 werde ich jetzt austauschen gegen den Schaden von dem neuen Set. Muss ich gucken, ja. Ich meine, du brauchst normalerweise diese Du 50, gehst ja 100. eher ist sowieso darauf, dass das Ding eher umkippt als du. Ja, plus 50 Leben, also sagen wir plus 100 im Endeffekt, das ist nicht wirklich viel. Ich glaube, so viel Schaden bekommst du mit einem Hit, dann ist das Ding jetzt schon wieder weg. Das heißt, das bringt dir noch nicht mal was, diese 100 Leben. Nö, das könnte sich höchstens auf Leute ausrichten, die eher passiv spielen und halt noch ein bisschen Anfänger sind in solchen Games, dass die dann halt auf mehr Leben gehen. Naja, jedem das seine. Bam, bam, ba, da, da. La, da, di, da, 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 da. Begun? Begann, ja, begann. Begun steht da. Ja, aber es heißt begann. Nein, lese es auf Deutsch. Dann kann ich auch nicht sagen, you begun. Das geht nicht, weil dann ist der Rest Englisch. Jaure, Hund, Haas. Ach, hast du jetzt den dicken, den neuen Hand gewählt oder Das ist was? das Schwert. Ach, lol, okay. Wunderte mich nämlich auch, habe eben dreimal nachgeguckt wegen wegen diesen Waffenspieler-Quest jetzt, ob das zählt. Aber das ist unter Schwert. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich hätte jetzt eigentlich gehofft, so wegen den Stacheln, die er hat, auf so einen richtig geilen Zweihänder.
in dem Design her. Jetzt habe ich hier so eine Barbarenkeule. Die optisch eher ein Downgrade war, aber naja. War da nicht hier irgendwo? Nee, das. Ja, der steht ja meistens immer woanders, ne, eigentlich. Sonst brauchst du ihn ja nicht suchen. Warte mal, es war Shrike, ne? Ja, Shrike ist die Eule. Ich glaube, die war hier hinten. Hab's ja, da vorne ist, ja. Hui. Ja, klar. Der macht das jetzt noch schneller, Alter. What the fuck? Wow! Ich glaube, die Eule und ich werden keine Freunde. Denn immer auf mich? Was ich aber auch echt cool finde, ist, dass du einfach durch deine Teammitglieder durchlaufen kannst, sondern die dich einfach blocken, wenn sie im Weg stehen. Ja. Das sind so die Kleinigkeiten, wo ich sag, das ist, die zwingen dich also dann auch außen rum zu gehen und ja. Ja, du kannst nicht immer im Nahkampf kämpfen. Oh, geil. Mann, Alter, hüpft doch nicht weg. Könnt ihr auch mal Schaden jetzt kriegen? Lol? Lol, ich hab doch eben gesagt, ich hätte gerne eine Fähigkeit, ne? So, ja. Wo ich andere fliegen lassen kann. Das ist auch cool. Ja, das ist deine Dinge. Bei mir ist es dieses Ranziehen. Das fühlt sich ja während im Kampf. Ja, ja, ich hab immer nur Q angemacht einmal und dachte immer, das war die Waffe geglänzt hat, dass das ein Buff wäre auf der Waffe. You know? Ich bin wieder voll weit weg vom Geschehen, ne? Scheiß Rage. Ich gehe da eh gleich wieder rein. Ich kenn das Ding doch. Mann, bleib doch mal stehen! Dafür wären Fernkampfwaffen eigentlich jetzt mal echt geeignet. Deswegen sage ich, so ein Bogenschütze wäre gar nicht so verkehrt in dem Spiel. Schlumpf. Und danach sein Federkleid. Boah, schön. Ach, gib mir das Ding auf den Sack. Was ist das für ein Ding oder was ist das für ein Zeichen an seiner Birne? Schöner Treffer. Oh,
bin down, ne? Scheiße. Dann war jetzt, Was hast du jetzt abgekriegt? Der Sprung, wo er hochgegangen ist und plötzlich nach unten gesprungen ist. Dass das Vieh nochmal abhaut, finde ich jetzt mal uncool. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das auswirkt. Ich war jetzt bei 23-24% rechts oben. Mhm. Und jetzt, als ich gestorben bin, ist es runter auf 5%. Liegt das dann vielleicht am Schluss daran, wie viel, was für eine Medaille du bekommst, wie viel Bedrohung du am Ende vom Kampf hast? Und wenn du stirbst, kommt die ganze Bedrohung oder wird gelöscht und du musst von vorne anfangen, je nachdem. Das könnte sein. Nee, kann nicht, weil ich vor allem den Kampf bei 25% schon. Oder 20%. Und bin nur noch bei 6. Okay, ja gut, weil vielleicht der weggeflogen ist. Macht er bestimmt wieder nicht. Ja, genau. Geht denn das wieder? Boah. Der geht 100 Pro nochmal in seinen scheiß Rage-Modus. Ich mach das immer zu früh. Ah, so gut, ja. Da kommt ein Vogel geflogen. Yay! Wow! Da irgendwie. Mann, du klein. Ich bin mal stehen da. Boah, jetzt bleib du mal stehen, Alter! Kein Wunder, kann ich da keinen Schaden machen, wenn ich das jedes Mal Ausdauer verbrauchen muss, weil ich hinterherlaufe wie so ein Spaß. Soll ich mir das zeigen, wer der Boss ist? Oh, wer war das denn? Jawoll! Schön verprügelt die Eule. Wollen wir wetten bis letzter? Ja, kann sein. Damage 20. Ja, ich hab Danger 20%. Danger, ich glaube, das. Ich glaub, S plus, das S plus hab ich. Das guck doch mal, was das ist! Was ist das? Hat das denn überhaupt irgendwelche Auswirkungen? Dass ich kein Damage. Dass das mit dem Damage nicht funktioniert? Klar, weil ich down gegangen bin. Also aber das kann doch nicht sein, dass ich vom Damage-Check komplett gar nicht mitteile. Das funktioniert doch gar nicht. Kann doch gar nicht sein. Das ist ja so, als würde ich nicht mal mehr mit draufhauen. Aber es hat doch keine Auswirkung auf irgendwas, oder doch? Also jetzt hier diese Tabelle da. Weiß ich nicht. Das zeigt einfach nur, dass du kacke bist, aber ansonsten hat es doch keine Auswirkung. Klar, voll geil. Weißt du, es ist auch nicht so, es gibt ja auch keine anderen Combo-Dinger, die ich machen kann. Ich kann dieses Wirbelding, ich kann 3-4 mal normale Angriffstaste drücken, dann rechte Maustaste und das war's dann. Tja. Dazu sagen, ne? Ich will Level 4 werden und den sperren. Vielleicht hat es ja irgendein. Vielleicht hat es ja irgendwas damit zu tun, dass jeder zweite Vollidiot mit so einer großen Waffe rumrennt, anstelle mit den Dingern.